Ich stehe hier und Wenn warte. der Typ da halt nicht wäre, Mann. Ich Ja, habe irgendwie immer noch kein Chat. Tarek lässt sich schön zurückfallen, damit er. Ach, wir jetzt ganz sicher gehen, dass ihm nichts mehr passiert. Ja. Nee, ich kenne euren Plan. Deswegen. Wenn ich wüsste, wo ihr wärt, könnte ich Geisterfahrer sein. Weil Graz, Höhe von Graz. Wo ist Graz? Wo ist Ah, Graz? übrigens von deiner. Sind links auf der Autobahn von Graz. Ja, was ist von Du mir? hast als Nummer 442, du bist ein Talent 2. Ja. Ja. Ausnahmetalent. Ja, ausnahmslos bescheiden. Ach Gott, noch so eine hässliche Karre. Das hörst du an der Hupe schon. Was für hässliche Autos. Ja, so. Mip, 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 mip. Klingt wie ein Aber. Mausezeichen. Ja. La 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 la. Bei mir leckt der liegt ein bisschen. Wie schnell fahrt ihr bitte? Oh, schnell! 40. Schnell! Ich wundere mich nicht gerade. Mach mal einen Tempomaten rein, ne? Tarik will ja nicht vorbeifahren, ich weiß gar nicht warum. Ich auch nicht, kann ich nicht verstehen. Geht ja auch nicht, wenn ihr beiden Horstkinder da die Autobahn blockiert. Was? Hallo? Dein Tank ist leer. Oh, das ist ja jetzt. Okay, das ist blöd. Gut, Ist dir gerade der Motor ausgegangen? ich bin in Graz. Tschüss. Tschüss! Wie? Hast du keinen Tank mehr? Nein, mein Tank ist leer. Dem ist die Karre abgesoffen. Oh, der Snick hat eine Motorfehlfunktion. Jetzt Auch geht's die ganze wieder, ne? Zeit. Ich glaube, wir sollten dann mal hier warten, oder nicht? Auf Tarek, ja, natürlich. Ja. So. Ich fahre mal ein Stückchen weiter vor. Ah, ich weiß So, warum. hier vielleicht. Ja. So, wie kommt man denn am Einfach nur, um schnellsten hier zu nach stehen. Graz? Dem größtmöglichen Umweg. In Graz bist du schon. Den Tipp kann ich dir geben. Klagenfurt. Wieso den größtmöglichen Umweg? Wir tun dir nichts. Du kannst ja Nee, von ihr stellt. du Ich kannst ja von mir wette aus nochmal schon über fast. Warschau, Hamburg und Le Mans fahren, aber das dauert ein bisschen. Ich wette irgendwie, dass ihr Einzige Chance, die du schön hast, ist über Salzburg. quer über Nein, wir stehen hier einfach nur am Straßenrand. Das kann Gerd bezeugen. Das stimmt, ja. Ja, und sobald ich da bin, sieht das. Nein, das würdest du Kann ja ich wetten. sehen. Eben. Könnte wetten. Hier ist ja überall gerade. Ihr habt irgendeine Scheiße geplant. Nein. Nee. Nein, wir wollen ja Hast du fertig uns werden. gehört, dass wir uns irgendwas abgesprochen haben? Das ist Unverschämtheit, was der uns Ich habe das vorwirft. auch schon mit Ermi geschafft, dass ich Oliver und David Muss mal ausgebremst, kurz beziehungsweise dass aufstehen. wir eine Straßensperre gebastelt haben, ohne dass jemand was gesagt hat. Also hätte Ne, ich wir mir das haben auch noch über keine Textchat gebastelt. machen Wir können. stehen hier nur so rum. Okay. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid Den ihr? Beweis gibt's auf meinem Kanal. Wunderbar, dann. Wir stehen hier voll hintereinander. Nick vorne, Mayo in der Mitte und ich hinten. Alles bestens. Wunderschöne Sache. Oh. Huch. Und irgendeiner vor mir hat eine Motorfehlfunktion. Nein, wie kommst du denn darauf? Das ist Nick. Aber ich hab die auch. Ich auch. Cool. Alle aus. Hi, jetzt ist wieder. Ist doch schön, dass wir drei etwas gemeinsam Wir haben zwei Sachen gemeinsam. Wir haben alle eine Motorfehlfunktion und wir warten alle auf den Herrn Mano? Tarek. Ja, bitte. Alter, offensichtlicher kann man es irgendwie nicht machen. Für dich hat's gereicht. Es war so klar, es war so klar. Nee, ihr zieht dich raus, Sah nicht schlecht ich aus. sag doch. Mayo und ich, wir haben auch nicht rausgezogen. Genau, das war Nick. Weil ich hatte gerade eine Motorfehlfunktion. Ich konnte nicht mehr Hoppala, jetzt rausziehen. war an und Mist. Was? Hättest den Motor mal anschalten müssen. Könnt ihr mal, wo seid ihr denn? Auf dem Weg nach Klagenfurt. Ja, wo denn? A2? Wir brauchen ein bisschen lange, weil Tarek da so rumstand. Ist ja Ja. ekelig.
Der musste ja den jetzt Tank leer gehen durchgekommen, lassen. oder? Der ist durchgekommen. Ja, ganz ehrlich, ich hätte noch einen Meter weiterfahren können, dann wäre er nicht durchgekommen, aber Ja. ich hab's gelassen. Aber du hast es geschafft, dass er wenigstens ins Straucheln kam. Ja, er hat ein bisschen geschwankt, das sah sehr schön aus. Ja, wenn er Bier geladen hätte, wäre das jetzt gut durch. Ach Mann, oh. Was seid ihr so langsam? Was macht der denn da vorne? Mit über 100 in den Tunnel. Das kommt voll gut. Vergiss es, Tarek. Diesmal warst du zu langsam. Ja, okay, ja. Für Mario hat's gereicht. Nicht nur für ihn. Ich konnte mich gerade noch hinten durchschlängeln. Der Gerd ist mir, glaube ich, hinten drauf gezimmert. Ein wenig. Eventuell. Wie viel Prozent habe ich denn jetzt mittlerweile? Jetzt ist aber die Session doch 100. Noch was länger geworden. Aber Herr Rick, ja, ich habe jetzt nichts mehr zu verlieren mit 88% Schaden. So. Ich habe 100. Oh. Ja, ich glaube, bei dir hilft nichts mehr. Das geht jetzt hier nach dem Auswahlverfahren, weißt du? Ja. Ja. So, Nick, ich bin hinter ihm. Ah. Nur deswegen geht das nicht. Da war der obligatorische Schlenker. Warum steht er denn jetzt der Tank wieder leer? Ne, ich hab mal was versucht, aber es hat nicht geklappt. Ne, hat nicht geklappt. Er wollte mich ausbremsen, hat aber nicht funktioniert. Alter, wo bleibt ihr? Ich bremse ihn gerade aus, obwohl ich das gar nicht will, weil Motorspielfunktion. Ja, das verzögert sich gerade ein bisschen. Aus taktischen Gründen. Genau. Hier ist Abfahrt, ne? Ich genieße gerade den Sonnenuntergang. Ich roll mal vor, Nick, bevor mein Motor wieder ausgeht. Abfahrt? Ja, ja. Kommt er jetzt auf die A2 oder fahrt er jetzt komplett runter? Wir kommen jetzt auf die A2. Wir fahren jetzt. Nee, wir fahren runter nach Klagenfurt jetzt. Na, also. Ihr seid ja nicht mehr weit, ne? Richtig. Ja, aber auf so kurzen Wegen kann auch viel passieren. Das stimmt wohl. Ja, ja. Das stimmt, ja. Irgendwann müsste er ja da sein. Ja, ja. Ja, spätestens wenn er dann da ist, dann wird er eh hierhin teleportiert. Wenn er dann reparieren müsste. Wieder zweispurig. Oh, ich muss so schleichen. Hallo Andi. Och Mann, Tarek. Da hätte jetzt noch Gerd ein bisschen mithelfen müssen, hätte das klappen können. Ja. Ach guck mal, da kommt. Da kommt ein Gerd. Ja, leider ein bisschen zu spät. Ja. Aber echt Gerd. Guck mal, Tarek, du kriegst Konvoibegleitung, das ist doch was. Ja, pass auf, ich bremse auch nochmal, damit er von mir auch noch ein bisschen Konvoibegleitung bekommt. Kann er bestimmt gebrauchen. Ja. Oh. Was wird das jetzt? Boah, das Schild hast du voll umgesetzt, oder nicht? Nein. Ah ne, er ist rechts schon vorbei, ne? Schade eigentlich. Nur weiter rüber kommst. Jetzt hängt er auf der Leitplanke. Ja? Ja. Da kommt er auch nicht wieder weg. Nein, kommt er nicht. Komm, Andi, wir drehen schnell, um zu gucken. Ich will nicht gucken. Hallo. Doch, Tarek auf Leitplanke. Weg ist er. Autsch. Siehst du? War ganz schnell weg. Aber der ist jetzt Werkstatt. Ich war jetzt so konzentriert darauf, dass ich selber gegengefahren bin. Aber immerhin habe ich mich nicht aufgebaut. So, hallo Tarek. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich glaube nach Trodo. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Irgendwas war das. Wo ist denn hier Trado? Wo ist denn hier Trado?
Irgendwo da oben. Guck, da sehe ich so komische LKWs fahren. Aua. Ups. Hier ist doch Trotto, aber hier ist er nicht. Ich habe gerade den Gerd geküsst. Der ist auf dem Weg, der war ja zurück zur Werkstatt. Ach ja. Quetsch. Also ich stehe mal hier so vor der Einfahrt. Ja, Gerd, genau. Nick, genau. Ihr müsst euch so hier hinstellen. Hier, komm. Hier rein, da, hier. Geht nicht, die fahren ja nicht. Sicher fahre ich. Hörst du doch. Meine Gegner, ein hässliches Plastikauto. Ich glaube, du stehst aber schon in der Non-Collision. Ja? Ich glaube, ja. Dann machen wir ein bisschen so. So. Nein! Ja, so geht das. Guck. Er kommt hier nicht rein, egal was er macht. Er kommt hier nicht rein. Doch, er würde reinkommen. Ich komm rein, guck. Juhu! No. Umdenken. Bleib stehen, Gerd, bleib stehen. Ich mach hier zu. Ist jetzt nur einer neben Mario noch? Wo ist er denn? Ja, der hat seine Fracht jetzt fallen lassen oder so. Der hat abgebrochen. So, ich glaube, er möchte hier aber auch rein. Der will aber auch hier rein. Ja, dann fahrt am besten mal weg da. So, ich glaube, wir müssen wieder links raus zur Werkstatt. Ey, du Penner. Ja, wir müssen links raus. Was für ein Penner? Du. Kenn ich nicht. Der hässlichste LKW überhaupt. Ja, Werkstatt ist da unten. Andi, was stehst du da so rum? So, Werkstatt. Komm, hier links. Und dann rechts. Ach, Andi, jetzt kommen wir doch nicht immer rein. Nee, das ist Garage. Weiß nicht, der Andi hat das Bedürfnis, mir öfter mal in den LKW zu fahren. Wo ist denn jetzt hier die scheiß Garage? Geradeaus. Geradeaus, da vorne dann rechts rein. Ja. Wo ist denn der Tarek jetzt? Der steht hier so ein bisschen rum. Ah, hat er die Fracht abgebrochen, der Sack. Ja, natürlich. So. Einmal reparieren. Oh, Alter. Oh, meine Karre ist sowas von dem Eimer. Das hat vorhin 100%. Da habe ich einen neuen LKW für gekriegt. Ja, ne? So, ich blende mal den ganzen Käse hier aus. Boah, Gott, dass das nicht laut und nervig ist. Passt das? Ja, ja. Das sieht so kacke aus mit den zwei pinken LKW. Boah, da ist noch viel Luft. Was, jetzt steht der Typ hier drin oder was? Ist doch Käse. Irgendwer hat einen Rückwärtsgang dort drin. Ich nicht. Ich auch nicht. Da, Johnny und Mark, haut mal ab hier. Dann ist das irgendwer anderes. Ja. Dann darf ich machen Abmod. Du darfst machen Mod ab. Mod ab. Ja, genau. Wir sind angekommen. Mod ab. Wir sind angekommen mit viel spektakulären Szenen. Ich empfehle euch jede Folge angesehen zu haben. Wenn nicht, dann habt ihr was verpasst. Ich sage danke fürs Zuschauen. Unterstützt uns durch Abo, Likes und Kommentare. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.